Kabuki. Meine erste und wichtigste Selbstbild ist, dass man an seine eigenen Teenager-Träume, noch einmal Teenager-Träume in dem Sinne, dass die so völlig unverbraucht und unverfälscht und nicht an der Realität sich orientieren, sondern die fliegen wirklich frei von Tagesträumen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, und deshalb sind sie wichtig.